Moin und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch jetzt mal ein bisschen was über unsere Shenhe erzählen, die wohl jetzt demnächst released wird, beziehungsweise ja auch nächste Woche erscheinen wird mit 2.4, wo man dann drauf pullen kann. Da wollte ich euch jetzt mal so ein bisschen was zu erzählen, also die grundlegenden Angaben euch zeigen, dann halt die, was zu der Elementarfähigkeit und Spezialfähigkeit erzählen und natürlich die Teamkonstellation, ein bisschen Artefakte. Und natürlich halt, welche Rolle sie einnimmt. Oder hauptsächlich einnehmen wird, glaube ich, bei uns. Ja, und da fangen wir jetzt mal mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und los. So, hier haben wir jetzt die grundlegenden Angaben, die wo uns das MiHoYo offiziell gegeben hat. Da kann man jetzt leider nur sagen, was sie uns wirklich dazu sagen, was sie uns hier gezeigen. Weil ein bisschen gibt es schon mehr, wo ich weiß, also sprich, was man denn so für passive Talente hat und halt ein bisschen was, ich glaube, will ich jetzt nicht auf Fenster legen, aber ich glaube, das lasse ich lieber mit der Konstellation, bevor ich irgendwas Falsches zu sage. Aber kommen wir jetzt erstmal hier zu den grundlegenden Angaben. Also sie wird eine Ice-Userin sein, ich kann da auch nicht so gut aussprechen, deswegen sage ich Eis. Sie benutzt eine Stangenwaffe, hat am 10. März Geburtstag und sie braucht hier diese folgenden Materialien. Einmal diese vier für Levelaufstieg und natürlich diese drei für den Talentenaufstieg. Dieses Fragezeichen wird natürlich das neue Material sein, was man von unserem lieben neuen Elite kriegt, mit den beiden Tiefseedrachen-Echsen. Das ist natürlich hier die Quincy, glaube ich. Pflanze heißt sie, glaube Quincy müsste es richtig sein. Das hier ist das Talent Wohlstand. Ja, das wird ja hier natürlich sein von La Signora. Genau, weiß ich nicht, wie das jetzt heißt, das Teil. Oder das schöne liebe ja, Gegenstand, wo man bekommt von ihr. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu ihren Angriffen. Gut, zu den Standardangriffen und heftigen Schlägen brauche ich nicht so viel zu sagen. Aber kommen wir jetzt gleich mal zu der lieben Elementarfähigkeit. Da habt ihr, wie ihr jetzt schon hier schön sehen könnt, zwei Möglichkeiten, sie zu aktivieren. Einmal nämlich die schöne liebe drücken und einmal das andere gedrückt halten. Ist egal, was ihr von beides macht, ihr bekommt immer den Effekt Eisfeder. Bekommt ihr immer. Ist egal, was ihr von beiden benutzt. Nur halt, es gibt einen Unterschied bei den beiden. Ihr bekommt beim gedrückt halten mehr Stapelung und halt eben hält länger. Der Effekt. Die Eisfeder. Deswegen wird gleich meistens, dass ihr immer gedrückt halten benutzt, wenn ihr den dazu kommt, falls nicht irgendwas ist und ihr müsst, könnt nur drücken. Aber das Beste, das Wichtigste, was Eisfeder macht, ist ja, dass sie nämlich euren Kryo-Schaden, Eisschaden erhöht, basiert natürlich auf ihrer aktuellen AG, also Angriff von Shenhe. Da wird natürlich euer gesamter Angriff, nämlich wo ihr macht, nämlich verstärkt, also was ihr mit Kryo macht, also ob es normaler Angriff, heftige Schläge, Angriff aus dem Fall, Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeiten, das wird entsprechend verstärkt, wenn das denn Eisschaden macht. So, und da kommen wir jetzt mal wieder zu ihrem Angriff. Da muss ich zu sagen, es basiert jetzt wirklich auf ihren aktuellen Angriff. Nicht auf dem Basisangriff, was ihr immer sehen könnt im Weiß, sondern auf das komplette Angriff, was ihr nämlich immer sehen könnt, wenn ihr die 5, ja, muss sagen, mal kurz umblenden, die 5 Sachen nämlich habt, und zwar zeige ich euch das mal kurz, nämlich was ihr nämlich jetzt hier oben nämlich sehen könnt, nämlich jetzt bei meiner Ganyu zum Beispiel, nämlich jetzt die 2349 Angriff, das ist auf das, was nämlich, was da steht, auf diesen Wert skaliert nämlich unsere liebe Shenhe nämlich mit ihrem Effekt von der Eisfeder. Und das ist schön, dann könnt ihr nämlich sie komplett auf Angriff nämlich machen. Ob jetzt bei den Artefakten, wo ich dann auch noch später zukomme, alles auf Angriff macht, ist natürlich euch überlassen. Aber ihr könnt so mit dem Team auch was zusammenbauen, kommen wir auch noch später zu, so dass ihr nämlich mit den vorderen, also mit den ersten zwei Charakteren, den Angriff erhöht, von der gesamten Gruppe immer. Dann kommen sie natürlich rein als vorletztes. Aktiviert natürlich jetzt die Elementarfähigkeit, also mit gedrückt halten, und dann danach
wenn ihr das natürlich habt, noch die Spezialfähigkeit. Aber zur Spezialfähigkeit komme ich gleich noch. Und dann kommt nämlich euer DD rein und er macht natürlich den ganzen Schaden. So, aber die Eiswind hat ja auch noch einen, kann man sagen, so einen kleinen Haken. Und zwar, wenn ihr nämlich weil die Wirkung basiert nämlich auf die Dauer und halt auf die Stapelung. Eins von diesen beiden. Wenn eins von diesen beiden abgelaufen ist, dann ist auch der Effekt von Eisfeder weg. Sprich, ihr trifft jetzt so eine gewisse Anzahl von Gegnern. Also sprich, ihr startet, glaube ich, jetzt beispielsweise, sagen wir mal, mit 6, 7 Stapelungen und ihr trifft halt mit einem Angriff nämlich mehrere Gegner. Das heißt, so ungefähr, sagen wir jetzt mal 3 Gegner, dann werden auch 3 Stapelungen weggenommen. Also sprich, wenn ihr halt den Angriff 3-mal macht, dann habt ihr 9 Gegner getroffen. Beispielsweise, wenn da wirklich so viele Gegner sind. Und dann habt ihr alle Stapel weg. Sprich, dann ist auch der Effekt von Eisfeder weg. So, oder wenn ihr halt die 15 Sekunden, das ist glaube ich schon so, glaube ich, waren 15 Sekunden, wo ich mich erinnere, wo ich mal so gelesen habe, überflogen habe, will mich nicht festlegen. Das sind, glaube ich, das ist die Dauer, wo auf jeden Fall die Eisfeder hält. Aber das Wichtigste ist ja, die Stapelung basiert nur immer auf einen Charakter. Das heißt, jeder Charakter hat eine eigene Wirkung, Stapelung. Das heißt, sprich, wenn ihr jetzt mit dem ersten Charakter die Stapelung weggenommen habt, könnt ihr theoretisch oder könnt ihr auf den anderen Charakter wechseln und mit ihm dann die Stapelung auch wegmachen. Solange noch die 15 Sekunden laufen. Wenn natürlich die 15 Sekunden abgelaufen sind, dann nutzt das Hinterherwechsel nicht, dann ist der Effekt von Eisfeder ja sowieso weg. Ja, da müsst ihr drauf achten, nämlich mit den Stapelungen müssen wir ein bisschen reinfuchsen, wie das dann mit dem ganzen Hin- und Herwechseln ist. Aber dazu später mehr, wenn natürlich sie released ist und halt ein bisschen Guides und alles da ist, vielleicht auch von mir. Mal schauen. Aber es war es jetzt erstmal so viel, oder das war es jetzt erstmal von der Elementarfähigkeit. Kommen wir jetzt zu der Spezialfähigkeit. So, das so sieht die Spezialfähigkeit aus. Sie macht natürlich ein Feld, ein Eisfeld, beschwört natürlich ihren Geist, oder Zwilling kann man auch so sagen, Geistzwilling. Und natürlich, da wird dann fortlaufend halt unser lieber Kyroschaden verursacht. So, und eins hat es noch, alles was in diesem Feld ist, wird der Widerstand verringert von Eis und Physischen. Also ihr macht mit diesen beiden Sachen dann mehr Schaden. Sprich, ja, ihr könnt dann auch das Ganze, nämlich, da komme ich gleich noch zu, auch mit dem Ganyu kombinieren. Aber dazu sage ich gleich ein bisschen mehr, weil ich habe nämlich eine passive Talent, nämlich, ja, weiß ich, oder ich weiß eigentlich alle 3 passiven Talente von ihr, was die denn so macht, weil eine passive Talent geht auf ihre Spezialfähigkeit, ein passives Talent auf ihre Elementarfähigkeit und die dritte ist natürlich was mit immer Erkunden, was er täglich macht bei der Abenteuergilde. Ja, und zwar kommen wir jetzt nämlich zu den passiven Talenten, nämlich, wo ich angesprochen habe, und bleiben wir gleich bei dem passiven Talent, was denn die Ulti bekommt. Und zwar, ihr macht dann, beziehungsweise der Charakter, wo in der Fläche ist von der Spezialfähigkeit, macht der 15% mehr Kyroschaden. Das ist dieser Effekt, wo ihr der passive Talent, wo ihr bekommt, wenn er sie weiter ab eingewiesen. Ich glaube, das ist der erste, glaube ich, wo ihr kriegt beim Hochleveln. Ja, das heißt, ihr macht damit dann mehr Schaden. Aber da kann man auch eine schöne Kombination fahren. Dazu aber bei den Teamkonstellationen mehr. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Elementarfähigkeit. Da ist nämlich die andere passive Talent nämlich da. Und zwar, je nachdem, was ihr da nämlich macht, ob gedrückt halten oder drücken, werden nochmal die Angriffe verstärkt. Sprich, ich weiß es nicht, kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Dreher drin habe, aber ich glaube, das war so, dass ich glaube, beim Drücken werden nochmal die Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeitsschaden verstärkt, also der Effekt. Und beim anderen natürlich dann die Standardangriff, heftigen Schläge und Angriff aus dem Fall. Und beides hat den gleichen Cooldown. Also sprich, wenn ihr drückt,
habt ihr einen geringeren Cooldown, als wenn ihr gedrückt haltet. Und das passt sich dementsprechend bei dem passiven Talent nämlich an. Also sprich, ihr könnt dann immer, wenn der Effekt abgelaufen ist vom passiven Talent, könnt ihr immer das andere machen, weil das passt haargenau mit dem Cooldown nämlich zusammen, was auch wirklich die Fähigkeit dann hat. Also könnt ihr immer hin und her switchen oder immer das gleiche dann aktivieren. Ist dann, wie gesagt, euch überlassen. Ja, das war es ja soweit eigentlich von den ganzen Fähigkeiten her, auch schon von Passivtoiletten, wo man eigentlich nicht so viel zu sagen darf, weil noch nicht offiziell sie da ist. Das ist alles nur ein bisschen was von den geleakten Sachen, aber an sich kann man sich schon darauf gefasst machen, dass es wirklich so kommt oder wirklich so ähnlich. Aber da kommt man jetzt natürlich zu den lieben Artefakten und Teamkonstellationen, wo man dann so machen kann. So, jetzt bin ich auch wieder schön im Bild. So, kommen wir jetzt zu den ganzen Teamkombinationen und halt zu den Artefakten. So, je nachdem, wie man sie denn spielen will, da komme ich jetzt mal kurz zu, bevor ich zu den ganzen Sachen komme. Und zwar, man kann sie als Supporter und als DD spielen, aber sie wird, glaube ich, von ihren ganzen Effekten und Talenten und was auch immer, nämlich eher die Supporterrolle einnehmen. Gut, man kann sie natürlich auch als DD spielen, nur nicht, weil man sie ja voll mit Angriff macht. Aber ich glaube, sie wird, wie schon erwähnt, glaube ich, nur als Supporter gespielt. So, und da kommen wir jetzt zu den Teamkombinationen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, nämlich, weil ihr könnt sie nämlich komplett ein Eisteam machen. Also sprich, ihr könnt hier euer Ayaka nehmen. Jetzt, gut, habe ich keine rausgenommen. Dann natürlich Ganyu. Ich muss erstmal hier suchen, wo ist sie schon wieder? Ah, da. Ganyu nehmen und natürlich dann Chen He noch reinmachen und zu guter Letzt könnt ihr dann entsprechend Diona reinmachen. Weil so habt ihr dann ein komplettes Eisteam. Ob es gut ist, wird man sehen, weil Diona macht natürlich den Schild und heilt euch. Ganyu und Chen He boosten natürlich jetzt und verstärken jetzt natürlich den ganzen Eisschaden. Sprich, die Ulti von ihr macht mehr Schaden. Ich weiß natürlich nicht, ob sie eigene Stapelung hat, obwohl sie nicht auf dem Feld ist und nicht die Stapelung wegnimmt von denen, wo auf dem Feld ist von der Figur. Muss man später sehen. Aber wenn es natürlich nicht so ist mit dem Effekt, dann ist es natürlich nice. Aber ihr aktiviert dann von Ganyu und von Shen He natürlich die beiden Ultis, beziehungsweise von Shen He auch die Elementarfähigkeit. Weil wenn ihr nämlich die hochgelevelt habt, habt ihr die Möglichkeit oder habt ihr nämlich erstmal den Effekt von Ganyus Ulti. Wenn ihr da drin seid, macht ihr 20% mehr Schaden, also Eisschaden, plus halt die 15% mehr von Chen He. Und dann kommt noch oben drauf durch die von Elementarfähigkeit. Also sprich, ihr macht dann von den beiden Ultis von Chen He und Ganyu schon 35% mehr Pyroschaden, Eisschaden. Und dann kommt natürlich Ayaka rein und sie macht natürlich dann alles mit ihr dann alles weg, also macht ihr alles klein, haut alles weg. Und dann ist es vorbei, dann müsst ihr natürlich gucken und dann habt ihr natürlich eine richtig fette Batterie, weil ihr habt dann vier Eischaraktere und dann könnt ihr alles wieder schön voll machen. Ja, das war es erstmal mit dem kompletten Eisteam. Dann könnt ihr natürlich auch noch anders machen. Ihr könnt natürlich dann auch Ganyu als erstes nehmen. Das war das ein normaler Lücken. Ah. Ich will natürlich Ganyu als erstes nehmen. Moment, machen wir mal anders. Eier kann man auch so. Ganyu als Main DPS nehmen. Dann Shen He bleibt natürlich drinnen. Und dann könnt ihr dann natürlich noch fürs Einfrieren. Könnt ihr dann einen Monat zum Beispiel mit reinnehmen. Könnt ihr dann auch mit der Ulti und so. Müsste man halt alles später, wenn sie da ist, dann halt gucken. Oder ihr könnt natürlich dann auch für die Elementarreaktion dann sie rausnehmen und dann hier als Boost könnt ihr auch Bennett nehmen. Wenn wir den wieder suchen. Da. Auch Bennett nehmen als Boost. Und den vierten Charakter müsst ihr dann halt dann schauen, wenn ihr da am besten reinmacht. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr immer einen Charakter habt, der wo das Hofritual hat, das Vierer-Set. Weil da wird natürlich dann einmal schön der Angriff geboostet
Und dann passt das wunderbar. Und dadurch steigt es natürlich auch den Shen-He-Angriff und Shen-He macht, boostet euren Main DPS dann noch mehr, wenn er mit Eisschaden macht. Und da freut ihr euch. So, das war es erstmal so ein bisschen kleiner Einblick zu den Teamkonstellationen, wo man denn machen kann. Gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Wird man aber alles später sehen. Und da kommt man jetzt nämlich zu den Artefakten. So. So, und da kann man dann halt folgendes spielen. Entweder macht ihr das so, dass ihr zweimal das Shiminawa-Set benutzt und zweimal hat das alte Gladiatoren-Set, oder die alte, sondern ich sage einfach mal das Gladiatoren-Set benutzt, um natürlich mehr Angriff zu kriegen, also 36% mehr Angriff, um noch mehr Angriff-Boost dann zu geben, euren Main-DPS. Ihr könnt natürlich auch noch andere Varianten machen, indem ihr natürlich hier jetzt zwei von denen benutzt, also ob es Shiminawa oder Gladiatoren, und damit sie auch noch ein bisschen mehr Eisschaden macht, also die Ulti, könnt ihr natürlich dann halt entsprechend das Eisset benutzen. Warte, muss ich kurz gucken. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, die Schmerzer Wasser. Das Messer war das. Ja, ich weiß, Rechner, du bist wieder da. Jetzt finde ich das nicht. Da im Schnee. Und ihr benutzt halt dieses Eisset halt. Das könnt ihr natürlich dann auch benutzen. Zweimal, und dann habt ihr, ohne, ihr macht komplett, nämlich, wie schon vorhin erwähnt, nämlich das 2-2, das wird glaube ich auch ziemlich gut sein, aber vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, dass ihr sie persönlich, das alte Hofritual-Set anzieht, wenn ihr natürlich keinen anderen drin habt, und dann könnt ihr es auch so machen. Das waren schon mal die zwei, drei Varianten, wo ihr mit Artefakten machen könnt. Also die Set-Teile, sonst kommen wir aber oben zu den Main-Stats. So, hier dementsprechend hier Angriff bleibt. Hier kann man jetzt überlegen, ob man hier Eisschaden nimmt, Kyro, oder auch Angriff. Muss man schauen, mit was man dann am besten Schaden macht. Wenn man natürlich auf den Support direkt geht, dann wird, glaube ich, hier Angriff besser sein. Hier muss man das gleiche wie es beim Kelch auch überlegen, ob man hier wirklich Crit-Schaden oder KT macht, Crit-Treffer, oder auch auf Angriff geht. Aber als Support kann man hier theoretisch eigentlich auch auf KT und bzw. Crit-Schaden gehen, weil sie will ja auch ein bisschen was mit der Ulti-Schaden machen, weil die Ulti ist, bleibt ja auf dem Feld. Und da könnt ihr so nebenbei Schaden fahren. Aber muss man schauen, wenn ihr halt wirklich auf Support geht, ob man da nicht wirklich auch nur Angriff-Prozent oben rein macht. Und dann unten muss man dann halt mal schauen, was man da entsprechend für Werte benutzt. Aber dazu kommt man ja eigentlich in den Guide, beziehungsweise in meinem Guide, wo ich vielleicht ein Mittel mache, wenn ich die dann soweit fertig habe. Oder einfach so mal ein Guide drüber mache. Ja, das war es jetzt auch schon soweit zu den Artefakten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was jetzt mit Shen-He so zu tun hat, beziehungsweise was ihr darauf achten müsst bei Shen-He, so. Hey. Ja, das war es jetzt auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel genuschelt und auch einigermaßen gut verstehen. Bis dahin sagt euer Sternleser ciao und man sieht sich, beziehungsweise hört sich das nächste Mal.